Hallo zusammen, guten Morgen, Samstagmorgen. Ich sage nicht, wie früh das ist. Ist ja wurscht. Wettbewerb. Und zwar Essensfotografie, weil Essen jetzt im Dezember irgendwie Thema ist, oder? Also, ich habe gerade 5 Kilo zugelegt und ich habe noch 2 vor mir. Also, Essen ist irgendwie ein Thema. Für mich und für euch wahrscheinlich auch. Es gibt zu gewinnen das Buch Foodfotografie von, wie heißt sie, Nicole Young. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Das habe ich schon länger, habe ich schon öfter reingeguckt. Ist die englische Version, sorry, es gibt die englische Version zu verlosen. Die gibt es dann zu Weihnachten. Einsendeschluss ist der, was ist das? Ich glaube, der 13. nächste Woche Sonntag, 13.12. Und zwar auf Instagram. Sorry für die, die nicht auf Instagram sind. Es ist kostenlos, man kann sich da leicht anmelden. Und es hat halt den Vorteil, du postest in deinem Namen und nicht in meinem Namen und so weiter. Ich habe keine Copyright-Probleme. Es macht es alles sehr viel einfacher. Auf Instagram, das funktioniert so: Du kannst einen Hashtag nehmen, das mit dem Lattenzaun. Und zwar nehmen wir da Essen 2015 12 für den Monat. Ja, weil sonst finde ich euch nicht. Oder sonst, wenn du einfach Essen tagst, dann gibt es ganz, ganz viele. Und ich weiß nicht, ob das hiermit zusammenhängt. Okay? Also, wenn du das da reinschreibst, dann finde ich das. Und dann finden wir alle das. Dann gucken wir uns alle deine Bilder an. Und gucken, was du noch so für Bilder machst. Also, eine gute Gelegenheit, dich selbst ein bisschen zu vermarkten. Und wie gesagt, einer kriegt das Buch für das Foto, das mir persönlich am besten gefällt. Reine Bauchentscheidung, was jetzt zum Thema passt. Okay? Es gibt hier bei mir auf YouTube Videos dazu, wie man das macht, ein paar Tipps und ihr seht es, ich habe es aufgebaut. Ich mache jetzt gleich ein neues Video und auf meinem Blog gibt es ein paar Sachen und so weiter. Es lohnt sich vielleicht da ein bisschen rumzustöbern, wenn ihr Inspiration sucht. Schnappt euch eure Familie, das sind super Sachen, die man auch mit der Freundin oder mit den Kindern machen kann oder mit den Patenkindern oder wie auch immer. Weil jetzt zur Zeit ja irgendwie ist man ja häufig irgendwie zum Essen zusammen. Also da gibt es überhaupt keine Ausrede. Es gibt auch keinen Grund, warum ihr nicht das Smartphone nehmen wollt, können sollt. Also natürlich kann man solche Fotos auch mit dem Smartphone machen. Und ihr seht, es ist dunkel. Und ich habe jetzt hier, ich habe keine Videolampe an und gar nichts, sondern ich habe meine normale Zimmerbeleuchtung an. Ich bin halt jetzt hier auf ISO 400 und so weiter. Also das Video wird jetzt qualitativ nicht so hochwertig, einfach damit ich euch das zeigen kann, wie das geht. Und ich werde natürlich nachher auch noch ein Video machen, wenn es hell ist, bei Tageslicht. Alles einfacher bei Tageslicht, aber es ist Dezember und es ist halt nicht so viel hell. Ich weiß, wie es ist. Also es gibt keine Ausrede, außer deine Trägheit. Zählt nicht, oder? Also, ich freue mich auf eure Bilder. Viel Spaß beim Rumbasteln. Ihr dürft auch mehrere Bilder reinschreiben, das ist überhaupt kein Problem. Ich gucke die alle durch und suche mal halt eins raus, das mir gefällt. Also, poste so viele, wie du möchtest. Aber ja, spam das nicht zu, da hast du ja selbst nichts davon, weil, ja, weißt, wie es ist. Okay? Also, viel Spaß. Hallo zusammen. Wettbewerb. Nochmal. Hallo zusammen. Wettbewerb. Essen, Essensfotografie. Im Wesentlichen sind es ja Bilder mit Erklärungen dran. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Wieso habe ich eigentlich den Kopf abgeschnitten? Schauen wir mal an.